Hey, sag mal. Und Shinra? Keine Spur. Das hat niemand verdient. Ob das da ihr Ziel ist? Shinras Festungsstadt, Junon. Los. Erkundung der Junon-Region. Jetzt ist die Frage: Sehen wir auch Overworld in der Demo oder wirklich nur die Junon-Region? Und wir haben einen harten Sprung gemacht nach dem Intro. Wir sind ja quasi, also nach der Demo, wir sind ja quasi von der ersten Stadt nach Midgar, wo man halt die Story erfährt von Sephiroth, wo richtig viel passiert noch zwischendrin, meine ich. Oder war das der nächste Stopp Junon? War das schon der nächste Halt? Kann auch sein. Aber dazwischen kann man so viel machen. Cloud und seine Freunde haben auf ihrer Reise die Region Junon erreicht. Erforsche das Gebiet um die schwer bewachte Metropole und stelle dich den mächtigen Gegnern, die dich erwarten. Oh, wir haben einen schwarzen Chocobo hier. Auf der Overworld hieß das... Auf der Overworld waren schwarze Chocobos die vorletzten Chocobos, die man züchten konnte. Die konnten auch über Steine laufen. Also auf, wenn das jetzt die Overworld wäre, konnte der einfach da hochlaufen. Gewittern. Suchen. Ah, wenn was gewittert wurde, okay. Galoppieren, absitzen, Kommando. Ah. Und das sind, von einem Kondor, der einen alten Inselreaktor zu seinem Nest gemacht haben soll. Die Red auf dem Vogel sitzt. Allerdings nicht sagen. Und wie man die Insel erreicht, weiß ich leider auch nicht. Wie er da sitzt. Diesen Shinra-Säcken jedenfalls recht. Dem armen Mann aber nicht. Nur wenn wir ihn nicht erreichen können. Ja. Lasst uns erstmal nach Junon gehen. Das hier sind Leute, die an einer Makrovergiftung erkrankt sind. Also die haben diese grüne Lebenskraft von Planeten injiziert bekommen und haben halt eine Vergiftung dadurch bekommen. Und Spoiler, die fühlen sich zu Sephiroth hingezogen. Während deiner Reise wirst du mitunter auf Synthesematerialien stoßen, die du aufsammeln und zu verschiedenen Gegenständen weiterverarbeiten kannst. Synthese. Synthese? Is that new? That's new shit. Kissen. Können einen Mix-Heiltrank bauen. Okay. Okay. Crafting. Bin mir gar nicht mehr so sicher, ob es nicht was Ähnliches im Original auch gab und ich es nie benutzt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es, glaube ich, nicht drin war. Ziemlich sicher, glaube ich, ja. Es ist sehr chillig, dass man vom Chocobo aus einfach aufheben kann. Oh Gott, aber man sieht die so spät. Wieso läuft dann Chocobo mit Orangenarsch? Wieso hat der eine Orange am Arsch? Gehört er zu uns? Es ist keine Orange, es ist irgendwas anderes. Ich kann mit dir nichts machen, du bist also einfach nur Deko. Was?
Ich soll's halten. Ah. Oh, oder wollte uns zu der. Oder führt er uns hier hin und dann können wir diesen Checkpoint hier aufstellen? Anscheinend. Ja. Der ist wie der Fuchs in Ghost of Tsushima. Wahrscheinlich. Eine Bank, okay. Also den wirst du dann irgendwo sehen und dann folgst du dem und dann kannst du die Haltestelle wieder in Betrieb nehmen. Wendekreis vom Chocobo ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oh, das haben sie aber location-mäßig ge... Neben Junon war nicht die Chocobo-Fahren, aber ist okay, ist okay. Akzeptiere ich. Die Chocobo-Fahren war... Oh, dann müssen sie aber... Oh. Dann bin ich gespannt, was sie noch geändert haben. Okay, warte, er ist wieder hier. Führt er mich jetzt irgendwo hin? Wo willst du mich hin? Zur nächsten Haltestelle. Okay, er führt einen immer zu Haltestellen. Okay. Ja, das ist aber eine große Farm. Hey, kein Wunder, dass das Ding immer umfällt. Wie ist das denn konstruiert? Es gibt doch bestimmt einen Achievement, wenn man den jedes Mal streichelt. Wird jetzt in der Demo egal sein. Aber wir müssen uns schon mal darauf vorbereiten, dass wir das in der Vollversion auch machen werden. Hat er jetzt nur eins aufgehoben? Okay. Schauen wir uns erstmal bei der Farm um. Was geht hier ab? Chocobo-Anpassung. Okay, es gibt Rüstung für die. Natürlich kriegen wir in der Demo direkt hier so... Diese Ausrüstung siehst du in der Vollversion wahrscheinlich erst 1000 Jahre später. Oder das ist in irgendeinem Deluxe-Paket drin. Irgendwie sowas. Willkommen auf Junons Chocobo. Ach, Chatley, ja, den kennen wir ja. Die Chocobos bekommen hier spezielles Futter. Es werden Algen und zermalmte Fischgräten untergemischt. Etwas anderes hätte ich in Junon auch nicht erwartet. Er macht die Materieentwicklung genau. Glut und Frost. Bei ihm kann man dann in der Voll... Es ist wild, dass der hier steht. In der Vollversion kann man bei ihm ja dann Shiva, Ifrit oder konnte man Shiva, Ifrit und so bekommen. Der Fan ist herzlich willkommen in unserem Shop. Ah. Okay. Gegen Goldfedern könnte ich das eintauschen. Got it. Ob Gelb sich wohl noch mal aufrappeln kann? Okay, aber die Zucht können wir uns, glaube ich, noch nicht angucken. Das ist so ein Ding, wo ich echt gespannt drauf bin. Weil es hieß, die Chocobo-Farm kommt zurück. Ist sie auch, obviously. Aber können wir uns auch wieder einen Gold-Chocobo züchten? Weil in der... Im Original war das... Es gab ganz viele verschiedene Farben. Es fing an mit einem grünen. Ich glaube blau. Ich bin mir nicht sicher, ob es rot gab. Ich weiß, grün, blau. Vielleicht rot, ich weiß es nicht. Aber dann gab es noch
Und von grün auf blau ist man auf schwarz und weiß. Und du brauchtest den schwarzen und den weißen Chocobo, um den goldenen zu züchten. Und das war eine Heidenarbeit, da hinzukommen. Spiel ist so laut. Ich bin schon alles voll. Jetzt gibt's Dresch. Das Problem ist, in den Cutscenes sind die Stimmen dann wieder leise. Volle Kraft. Genug. Los geht's. Das sollte reichen. Ja. Sehr gut. Keine Kombi. Jetzt gibt's Dresch. Zwecklos. Erbärmlich. Wir haben keine Zeit. Verrecke! Können wir an dem Sound noch was... Hat er der Sound übernommen von meinem... Ja, hat er. Soundeffekte noch ein bisschen leiser. Dafür das Spiel wieder... Also alles lauter. So. Tosendes Gekreische, Kampfplatz 2. Ich habe eine außergewöhnliche Präsenz registriert. Wir sollten uns auf Schwierigkeiten vorbereiten. Ich registriere, dass eine gewisse Ratlosigkeit in der Luft liegt. Wer bist du? Freut mich sehr, Cloud. Ich bin ein multifunktionales Analyse-Informationssystem. Die meisten Menschen nennen mich einfach Mai. Meister Chadley hat mich als auditive Analyseassistenz für all die Ungeheuer da draußen programmiert. Von jetzt an werde ich in Kämpfen mit hilfreichen Infos zur Seite stehen. Bitte nicht erschrecken. Hier in der Nähe befindet sich ein außergewöhnliches Ungeheuer. Cloud, der Abschluss dieser Kampfmission würde einen aufschlussreichen Gewinn biologischer Daten mit sich bringen. Natürlich kannst du auf meine Hilfe zählen. Zusammen werden wir den Chocobo schon schaukeln. Wieso wundert es mich nicht, dass Chadley eine KI oder AI programmiert, die aussieht wie er, nur in Cute Anime Girl? Wieso wundert es mich nicht? Das ist schön, wie sie mich zuquatscht, aber ich hier überhaupt nicht zuhöre gerade. Um nicht als Mitbringende zu enden, ist bei der Datenerhebung Vorsicht geboten. Zählen der Umgebung läuft. Keine Chance. Neuer Versuch. Irgendeiner. Er hat Komet, okay. Ich bin, das sollte reichen. Angriff, zerfleisch dich. Keine Chance. Ziemlich schwach. Das war's. Vor allem mach ihn fertig im Zeitlimit. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ehrlich gesagt. Weil ich gerade wieder zu scheiße bin und mit der Steuerung nicht klacke. So. Ah, Aero-Schwäche. Natürlich. Final Fantasy-Logik. Fliegende Gegner haben die Schwäche Wind. Oh, da wird was beschwört. Fertigkeiten. Oh, wir haben aber neue hier. Haben wir hier auch neue? Wirbelfänge. Er kann gerade nichts. Okay. Ich bin, das wird wehtun. Mein Eis.
Natürlich auf mich. Schluss mit lustig. Ach! Nicht genug ATB. Wir könnten Ifrit beschwören. Das war eine rote Materie. Das müsste Ifrit sein. Oh, oh. Ich habe ein anderes Problem. Kannst du Cloud heilen? Wäre toll. Danke. Kein Problem. Hallo! Können wir jetzt beschwören? Ramu, okay. Dein Einsatz. Ach ja, das war ja anders in dem Teil. Die kämpfen ja mit, das ist ja nicht ein starker Angriff. Genug. Aber den sollten wir schaffen, perfekt. So, was habe ich jetzt davon? Außer Kampfdaten und mehr für ein Achievement? Habe ich die Belohnung übersehen? B, hier oben ist nichts Spiel. Hey, Sau. Mokri-Medaillen, 2 Stück. Na gut. Halt, stopp! Oh. Okay, waren doch keine Kisten. Ich dachte, da stehen Kisten. Okay. Alles gut. Ich fühlte mich gerade verarscht, weil ich extra geguckt hatte, ob da was steht. Und beim Runterrutschen dachte ich, da steht noch was. Und dann der Wunschliste. Ich habe doch... Also die okay, die Wunschliste haben sie uns auch automatisch hier reingepackt, damit wir irgendwie Sachen craften. So, hier Chocobos Sklavenlager wahrscheinlich. Hier arbeiten die Chocobos. Oder machen alles kaputt, je nachdem. Aber hier ist nichts. Ah, okay. Bei Map wird da auch nichts angezeigt. Das ist Chatley, Gabe's Farm. Ich gucke gerade oben auf dem Radar, was hier alles angezeigt wird. Uneinnehmbare Festung. So, da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir noch hin. Also. Kaputtes Türmchen geht immer. Gibt's immerhin Loot. So. Junon. Junon war die Stadt, genau, die unten die Slums hat. Und es gibt, glaube ich, am Ende der Stadt einen Fahrstuhl, der nach oben fährt. Und in Junon gab es theoretisch einen Boss. Oh, warte, nee, den verwechsel. Oh, Moment. Ich glaube, ich vertue mich gerade mit den Spielen. Seltene Samselet-Spezies identifiziert. Nee. Rufe Datenverzeichnis auf. Ich tue mich, glaube ich... Ich vertue mich, glaube ich, nicht. Auch als Gelehrter der Lüfte bezeichnet. Er lässt sich mit seinen hochentwickelten Flügeln vom Wind treiben, um seine Beute zu jagen. Die Federn des Samselets sind sehr robust, weshalb sie seit alters her in der Handwerkskunst geschätzt werden. Es wird gesagt, dass Pfeile aus Federn von seltenen Exemplaren sogar äußerst windschnittig sind und große Steine durchbohren können. Das führte zu einem immensen Preisanstieg. Vorsicht beim Kampf! Das schöne Gefieder verleitet nämlich schnell zur Unaufmerksamkeit. Es, also, hier gibt es einen Kampf unten in Junon. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es unten eine Stelle mit Wasser gab. Da gab es einen Boss. Eigentlich ziemlich sicher. Aber in Breath of Fire 3 gab es was Ähnliches. Und es kann sein, dass ich das gerade irgendwie ganz dumm vermische. Weil in Breath of Fire 3 gab es einen bösen Delfin, der die Fäden geärgert hat. Und irgendwie habe ich gerade kurz gedacht, das wäre ein Final Fantasy gewesen. Aber nein, das war in Breath of Fire 3. Es kann sein, dass es unten in Junon keinen Boss gab.
Aber es kann halt auch sein, dass der in der Demo so oder so nicht da ist. Wenn es einen gibt. Bin mir nicht mehr sicher. Junon ist... Bei Junon erinnere ich mich eigentlich nur noch oben an die Hauptstadt. Also an den Hauptteil der Stadt. Es wird heiß. Heilen die Schweine sich? Finde ich nicht nett. Kannst du mal bitte chillen? Wie nervig sind die denn? Nicht aufgeben. Kein MP mehr. Und er heilt sich wieder. Und davon zwei Stück, ey. Und er heilt wieder. Hör auf zu heilen. Okay, die werde ich nicht schaffen. Kein Problem. Wie soll ich die denn machen, wenn die sich ständig heilen? Vor allem sich gegenseitig heilen, die Schweine. Lass den Gegner beim Wirken von Heilwogen nicht losfliegen. Wie soll ich das denn machen? Oh, Limit. Jetzt wird abgerechnet. Jetzt. Kannst du Komet auf A zaubern? Gute Nacht, Kato. Viel Spaß. Den werde ich nicht schaffen. Esper, ach ja. Den werden wir nicht in der Zeit schaffen, leider. Außer Ramu rasiert jetzt richtig. Leider nein. Oh. War aber knapp. War relativ knapp. Aber was bringt es mir, alles zu schaffen? Außer ein gutes Ranking bei ihr. Oder das ihm. Das war wieder einmal gute Arbeit, Cloud. Wie hat dir dieser Kampf zugesagt? Ich registriere eine leichte Unterforderung. Überforderung. Ja, ich habe das ebenso registriert. Solche Funktion besitzt du überhaupt nicht, Mai. Cloud, durch die Analyse deiner Kampfdaten konnte ich eine neue Simulation erstellen. Hoffentlich fordert sie dich etwas mehr. Ich hab die nicht mal perfekt geschafft. Egal. Die uneinnehmbare Festung. Aber da nicht auch ein Eingang in die Stadt? Nee. Oh, es wird dunkel. Es ist dunkel. Gehört das hier schon zu Junon? Nein. Unter der Festungsstadt liegt ein Vorort. Unter Junon. Ein marodes Fischerdorf. Ja. Typisch Shinra. Alles, was denen nicht in den Kram passt, wird nach unten verfrachtet. Aus den Augen, aus dem Sinn.
Ah, Fun Fact. Ich erinnere mich an Breath of Fire 3, dass es ein Delfin war als Boss. Aber hier war auch was mit Delfin. Oh, hä? Ich sehe gerade Parallelen zwischen den ganzen RPGs. Die benutzen alle das gleiche Muster. Bin gespannt, ob das hier auch vorkommt. Ein Delfin hat einem nämlich geholfen, da hochzukommen. Weil der Aufzug nicht benutzt werden konnte. Nicht so schnell. Willkommen unter Junon, dem Ort, wo niemals die Sonne scheint. Mein Name ist Rhonda. Ich stehe der hiesigen Bürgerwehr vor. Ups. Was wird das? Avalanche. Was, wenn es so wäre? Am besten melde ich euch einfach mal. Wer weiß, vielleicht macht ihr mich ja reich. Also an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Du heißt Aris, hm? Für dich gäbe es 500.000 Gil. Echt? So viel? Wenn ihr wollt, könnte ich es aber auch bleiben lassen. Bin schließlich kein Unmensch. Das ist doch sicher eine Falle, oder? So etwas kann nur jemand sagen, der unsere Geschichte nicht kennt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne verschwinden. Ansonsten... Die Herberge ist da vorne. Und die Zimmer sind alle frei. Ich weiß gar nicht mehr, ob das mit dem Kopfgeld auch im originalen Ding war. Wahrscheinlich. Wurde es irgendwie erwähnt oder so. Es wurde halt nie so visualisiert. Es wurde höchstens drüber geredet. Priscilla, so hieß die auch im Original. Okay, das ist schon mal gut. Gefällt mir. Ja, ich muss mich kurz auf eine Bank setzen. Warte, es ist dringend, aber ich muss mich kurz heilen. Das war so im Original nicht. Aber der Gegner müsste der gleiche sein. Ja. Aber der Delfin ist zurück. Das ist cute. Yuffie! Halt dich an seiner Flosse fest! Aber das Yuffie hier war... War... Also im Original war Yuffie... Ich glaube, ein komplett optionaler Charakter. Ist in dem Teil halt nicht so. Deswegen mussten sie die anders einbauen. Also auf der PlayStation 1 konnte man Yuffie auch verpassen. Genauso wie Vincent, konntest du auch verpassen. Aber der Gegner ist der gleiche und das gefällt mir. Ich bin gedodged, frech.
Ja gut, den treffe ich jetzt halt so nicht, ne? Was machen wir da? Mein Einsatz. Gut, dass Cloud auf einmal ein Master Sword hat, das Sword Beams schießt. Überraschung, Feuer ist nicht effektiv. Wer hätte es gedacht? Uncool. Lass das. Keine Sorge. Red nutzt seine scharfen Krallen und Zähne für den Kampf. Was hat er denn für Wirbelfänge? Cloud ist tot, holy fuck. Deswegen kann Aerith nichts machen. Weil der in der scheiß Wasser. Weil die in der scheiß Wasserkugel hängt. Mit Cloud und Zähnen kann ich hier nichts ausrichten. Ja, geil. Das war nichts. Okay, das wird nichts. Ich wusste nicht, dass Aerith in der Bubble steckt. Ich habe die Bubble immer gesehen, aber dass sie festhängt, wusste ich nicht. Ja, okay, das ist verloren. Ah ne, Aerith ist auf einmal frei. Gut. Barrett und Tifa sind im Team. Warum werden die nicht ausgetauscht? Auf der Overworld? Okay, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Ich habe nicht gesehen, dass Aerith in der Bubble feststeckt und nichts machen kann. Ich dachte, dass sie hat einen Debuff, aber dass sie sich gar nicht mehr bewegen kann. Hat mich nämlich schon gewundert, warum sie keine ATBs aufbaut. Was kann man jetzt skippen? Okay. Ich finde das Dodgen aber frech in dem Game, ey. Morphen. Ah. Nicht nett. Das sollte reichen. Genauso. Stirb. Genauso. Hey, Aerith hat endlich mal was aufgebaut. Was? Hier, mach mal Aero. Auf die Schwanzflosse. Der Feind ist geschwächt. Hä? Keine Chance. Ah, ich hing gerade in irgendeinem Menü fest. Ich wusste nicht wo. Ist ja aber auch nervig. Nope. Ist die Around-Haltung? Warte, in welcher Haltung? In der Around-Haltung kann er nach oben. Ramu ist natürlich die Top-Beschwörung für den. Also.
Was soll besser sein als eine Elektrogottheit gegen einen Wassermonster? Also, besser geht's ja nicht. Okay, das ist die Phase Renn um dein Leben. Wo wir auch nicht angreifen können. Aber heilen. Das geht. Wann kommt er denn? Da kommt er. Neuer Versuch. Ach du Drecksack. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Fang mich. Was geht los? Genau her. Los. Ist Klaufe da frei? Ja. Ich mach das. Ah, Ramu macht seinen Finisher. Gerade kurz verwirrt gewesen. Gut gemacht. Hat ihn gar nicht gejuckt, ne? Ramu macht gar nicht mal so viel Damage an dem. Ich kann mich nicht bewegen. Eris, klar! Los geht's! Ab mit dir! Das wird so nicht bewegen. Alles im Griff. Warte. Vielleicht kann ich mich nicht bewegen. Magie ist nicht. Ich hab nur Feuer dabei. Da! Barret und Tifa laufen auch hier rum, aber die kämpfen anscheinend nie mit. Finde ich frech. Erzeugt einen Magiekreis, der den eigenen Angriff stärkt. Überträgt die Energie aus der Limitleiste eines Gefährten auf die eigene. Oh nö. Aber geil, dass sie das kann. Das kann echt nützlich werden. Das ist echt geil, wenn du Heal brauchst. Jetzt haut der wieder ab. Macht jetzt wieder Quatsch unter uns? Ja, natürlich. Volle Konzentration. Können wir den... Ich bin bereit. Anzaubern? Nee, das geht leider nicht. Hat mich trotzdem getroffen. Es ist so ein Mistvieh. Schluss jetzt. Oh, Limit leistet es an. Let's go. Ich will dich leiden sehen. Oh, die kämpfen hier schon auf Stufe 22. Das ist also echt viel später.
Der Delfin. Bitte was? Das war die Demo? Oh, frech. Okay, dann muss ich nochmal rein. Dann muss ich mir aber Juno nochmal angucken. Also. Unten den Teil. Das heißt, ich muss Priscilla ja. Ah, der fliegende. Ah, da war der blaue Schokobo. Also es kommt. Also, ich habe sehr viel Hoffnung in die Schokobo-Zucht. Phoenix. Sexy. Alexander. Und zwar Beschwörungsmaterie gespoilert. Schön. Also, es ist gespoilert. Finde ich ja gut, dass sie es zeigen. Mich spoilern die eh nicht. In dem Spiel gibt es so viel. Also, ich bin gespannt, ob wirklich. Also, wenn die alle Beschwörungen reinpacken, die es gab in 7, kommen echt coole zurück. Ja, da gibt es so viel. Die Brothers. Minotaur Brothers. Ah ne, Moment, das war 8. Stopp. Rückzug. Das war 8. Aber gab es den 7? Nee, 7? 7. Kaktor. Bahamut. Bin mir gar nicht mehr so sicher, ob es Karfunkel gibt's. Glaube ich. Oh, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber es. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich mich vertue mit 7 und 8. Beschwörungen FF7. Da sind alle übrigens rot von. Shiva, Ramu, Titan, Odin, Leviathan, Bahamut, Kiata. Genau, Kiata. Neo-Bahamut, Hades, Typhon, Bahamut 0. Doch, es war 7 mit Bahamut 0. Ritter der Tafelrunde. Ja, okay, es könnten echt viele kommen. Bin gespannt. Okay, das hier hätten wir noch alles looten können. Mache ich ja jetzt auch. Join the fight, keep our world safe. Wir sollten hier äußerst vorsichtig sein. Ah, hier ist Kampfplatz 1. Ich habe 2 und 3 zuerst gefunden, perfekt. Charakters wurde der Elferdunk von den Menschen domestiziert und in der Landwirtschaft oder im Transportwesen eingesetzt. Manchmal muss der sogar als Kriegselferdunk herhalten. Die ungewöhnlich gefärbte Haut und die Stoßzähne einiger seltener Exemplare. Da hinten muss ich gleich auch nochmal hin, falls das geht. Aber da komme ich her, ne? Eine Bank wäre ganz nett. Ist hier wohl eine Bank? Hätte ich vorher gucken sollen, bevor ich mir die ganzen Heiltränke reinknall. Aber ich glaube nicht. Egal, gehen wir mal rein. Keine Chance. Los, hab dich. Das wird so nicht. Das sollte reichen. Für! Jetzt! Hallo, könnt ihr mich bitte nicht fokussen? Hallo! Jetzt oder nie! Fokus mich komplett weg, ey.
Wieso greift er manchmal den anderen an? Das ist irgendwie random. Machen die anderen beiden denn? Baut doch mal ATB auf. Was ist da los? So wird das nichts. Sehr gut. Jetzt wird zurückgeschlagen. Noch ist hier nicht Schluss. Wurde gerade eingesaugt? Schon genug? Ich war unvorsichtig. Was mich manchmal stört, er wechselt gerade automatisch. Er wechselt gerade automatisch manchmal auf den anderen. Aber ich bin wieder zu schlecht. Ich glaube, bevor ich das Main-Game spiele, übe ich hier kämpfen. Red ist kampfunfähig, perfekt. Finis, hat er Finis gesagt? Nicht übertreiben. Alter, macht Raserei Damage. Holy fuck, Mann. Die Synchro-Fähigkeiten machen aber auch keinen Damage gefühlt. Tut mir leid. Genau so. Finis. Genau so. Verdammt, es war so knapp. In der Luft konnte er sich nicht heilen, er musste erst landen. Ich wollte sagen, Cloud ist tot. Wieso stand Cloud da noch? Aber Cloud müssten wir eigentlich wiederbeleben, weil... Der hat eine Limit. Nicht aufgeben. Tut mir leid. Muss durchhalten. Das war's dann. Darf jetzt nicht schlapp machen. Nimm das! Er ist sauer. Uncool. Hallo, wie nervig wollen Sie sein? Hören Sie mal auf, nervig zu sein. Okay. Ist doch gut jetzt! Und tschüss. Alter, er macht schon wieder... Er macht schon wieder Raserei. Raserei ist so wild. Also wortwörtlich. Wie kann das sein? Die müssen leben anscheinend. Damit sollte es wieder gehen. Alter! Alles dreht sich. Fertigkeiten. Heiliger Magiekreis. Angriffsmagie. Macht der Unschuld. Hast du keinen Heal? Gebet. Okay.
Du hast einen Heal, du hast... Oh Gott. Du hast Vita. Das, wenn ich benutze... Reservekommando. Göttliche Strafe. Ach, sie kann... Ah. Ziemlich hart. Okay, das geht... auch. Okay, wieder was gelernt. Wenn wir Leute in Reserve haben, gibt es noch Reservekommandos. Okay. Ich brauche sowas von der Bank jetzt. Ich habe auch das Gefühl... Chocobo rufen. Komme ich mit dem Chocobo hier runter? Und wo kommt er? Ah. Überwinden. Nice. Sehr gut. Kisten öffnen kann er auch. Dauert sehr lange. Okay. Materia, präzise Abwehr. Ich glaube, ich muss in dem Spiel auch mehr blocken als ausweichen. Okay, das geht nicht. Ich habe gehofft, dass er die kaputt picken kann. Der chillt hier. Bitte jetzt nicht kämpfen, danke. Fände ich gerade ungeil. Ja, nee, das war einfach nur der Weg. Da hinten gab es ja nichts, ne? Wir sind da rausgekommen. Da sind jetzt auf einmal richtig fette Gegner. Okay. Ich brauche die Bank. Und zwar dringend. Eine Bank war hier unten, ne? Oder da oben? Wo war die Haltestelle? War die nicht hier? Chocobo-Haltestelle. Nicht blind? Da! Oh, hinter dem Stein. Ich wollte nicht wieder drauf. Ich wollte runter. Was? Braucht man jetzt Kissen, um zu rasten? Oder bufft mich das? Ich habe leider die... Anscheinend braucht man jetzt ein Kissen. Ich kack ab. Die sind nicht mehr free. Da kann man... Warte mal. Kam ich von hier oder von unten? Ich kam von hier. Also ist da... Oh, da ist noch mehr zu erkunden. Let's go. Auf dem Weg waren wir gar nicht. Deswegen sind da auch so fette Gegner. Das ist wahrscheinlich der Kampfplatz, der nächste. Ja, vierköpfiges Biest in der Ödnis. Das riecht nach Ungeheuern. Aber
Aber weiter geht's hier, glaube ich, nicht. Außer der kann da jetzt rüber. Nope. Was macht ihr da? Ist umgetreten. So, wir können hier auch nicht lang, ne? Ne, okay. Ja, ich glaube, die werden mich zerstören. Das sind bestimmt irgendwelche Viecher, die zaubern können. Ihr Biester, wo seid ihr? Seltene Chimären-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Chimären besitzen Merkmale verschiedener Lebewesen. Sie wurden erstmals gesichtet, als die Makroförderung ihre Blütezeit erlebte. Deswegen wurde anfangs vermutet, dass es sich um eine Mutation handelt, die unter dem Einfluss der Makroenergie entstanden ist. Allerdings wurden später in urzeitlichen Erdschichten Fossilien von Kreaturen entdeckt, die als Vorfahren der Chimären angesehen werden. Daher hat sich die Theorie gefestigt, dass diese Spezies schon lange auf diesem Planeten beheimatet ist. Chimären sind überaus aggressiv und kampflustig. Der Schaden, den sie anrichten, nimmt stetig zu. Man sollte sich ihnen deshalb nur mit äußerster Vorsicht nähern. Viel Glück! Ja, Happy Birthday, die werden mich sowas von killen. Chimären sind immer scheiße im Spiel. Also scheiße schwer, weil die alles können. Stirb. Verdammt. Bin vergiftet. Ja, großartig. So, übernimm du. Komm schon. Der Sieg ist nur noch Formsache. Tut mir echt leid. Los geht's. Der ist für dich! Los geht's! Achtung! Ich will ihren Buff-Zauber mal machen. Oder ihren Angriff auch. Ich hätte einen. Ach so, im Kreis des Anwenders. Ja, okay. Einmal Klau teilen. Aua. Sichel klauen. Flammenblitz. Okay, im Team. Genau so. Und los. Oh, alles okay? Los geht's. Arbeiten wir zusammen. Aus neuer Plan. Zähne zusammenbeißen. Aus dem Weg. Flieg nicht davon. Aerith. Oh, warte mal. Aerith hat eine Synchro-Fertigkeit ready. Mit Red. Machen wir die nochmal auf den. Zeigen wir, was Teamwork ist. Genau. Kannst du weitermachen? Es geht los. Und Cloud kann beschwören. Viel Spaß. Feind ist geschwächt und wir können eine Limit machen. Das ist doch wunderschön. Jetzt wird abgerechnet. Ja. Jetzt liegt es an dir. Nice. Okay, ich komme rein. Wir wechseln öfter die Charaktere durch.
Weltberichte abgeschlossen. Okay, wir haben alle Kämpfe gemacht. Kämpfer durchwechseln ist das Ding. Musste man in Remake eigentlich nicht. Es war klar immer besser, aber musste man nicht. Super, Cloud. Damit hast du alle Kampfaufträge für die Junon-Region abgeschlossen. Nanu, stimmt etwas nicht? Du siehst irgendwie erschöpft aus. Soll ich dir eine Schultermassage verpassen? Och. Und wie willst du das bitte anstellen? Na, na, na. Du vergisst, dass ich Resonanzschwingungen mit meiner süßen Stimme erzeugen kann. Und zwar so. Sehr witzig. Ich muss schon sagen, auch dieses Mal habe ich eine neue Kampfsimulation erstellt. Probier sie doch bei Gelegenheit aus. Begib dich nun in Richtung der Stadt. Okay. Machen wir jetzt auch nochmal. Wir gehen nochmal. Oh. Wir gehen nochmal Richtung Stadt. Und gucken, ob wir uns die Stadt nochmal genauer angucken können. Das Problem ist, Priscilla wird uns die ganze Zeit im Ohr liegen. Zur Hilfe! Hilf dem Mädchen im Boot! Zur Hilfe! Aber ich will mich trotzdem da mal umschauen. Aha. Ernsthaft? Oh Gott. Jetzt... Oh, ich muss genau die Stelle treffen? Oh, frech. Hä? War gar nicht die Stelle, ich wurde gebaitet. Kann ich da mit den Wachen reden? Hallo, wir wären gerne reingegangen. Okay, darf ich anscheinend auch. Ich darf auch einfach dran vorbeigehen. Zutritt nur für Befugte. Ah ja. Ich bin befugt. Lassen Sie mich rein. Nein? Okay, dann ist das der letzte Weg, den wir gehen können. Dann skippe ich die Cutscene mit ihr. Unter der Festungsstadt liegt ein Vorort. Unter Junon. Ein marodes Fischerdorf. Typisch Shinra. Alles, was denen nicht in den Kram passt, wird nach unten verfrachtet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Was ist ein langer Weg hierhin? Überspringen. Hilfe! Ein Ungeheuer! Schnell! Ja, aber... Das Mädchen auf dem Boot ist in Gefahr! Ich will mich umschauen. Aber ich glaube, dass die Stadt ist einfach nicht dafür gemacht, sich jetzt hier schon umzuschauen. Weil ich werde auch nicht in die Herberge können, oder? Wegen der Cutscene jetzt. Kann ich hier hoch? Ich werde da gerade hingezwungen. Ja, dahin ist der Aufzug und das Tor. Ja. Das ist die Herberge, mit dem wir nicht reden können, weil wir in die Cutscene gezwungen werden. Okay, dann haben wir von der Demo, glaube ich, größtenteils alles gesehen. Kann natürlich sein, dass noch irgendwelche Kleinigkeiten hier drin sind. Ich freue mich so sehr aufs Spiel. Aber das Spiel kommt ja auch schon nächste Woche, ne? Nächste Woche Freitag. Und ich hatte auf Twitter geschrieben
oder auch auf Threads oder Blue Sky. Ich komme Freitag erst nach Hause um 23 Uhr. Da werde ich den Stream nicht mehr anmachen. Wir fangen dann, sofern ich fit genug bin, Samstag an. Ich hoffe, dass ich Samstag anfangen kann mit dem Spiel. Ansonsten fangen wir Sonntag an, aber wir fangen das Wochenende auf jeden Fall an. Aber allerdings verspätet, weil ich dann erst aus Barcelona wiederkomme. Ach, ich freue mich. Es wird sehr gut. Es wird ein sehr gutes Game.